Oh, das war klasse gespielt jetzt auf Sebastian Apels. Wird da von René Lange bedrängt und kann ihn wegdrücken, dass er nicht an den Ball kommt. Das wäre sonst die Chance zum Anschlusstreffer für Neumühle gewesen. Dann wäre man nochmal da gewesen. Hätte man das Tor, was man sich hier so wünscht auf Neumühler Seite, doch noch erzielt. Auch jetzt noch nach dem 0:7 steht der Neumühler Fanblock voll hinter ihrer Mannschaft. Oh, wie ist das schön, kommt es aus der Kurve. Sie freuen sich über das Event hier, dass ihre Mannschaft mal in einem Pflichtspiel gegen den FC Hansa Rostock antreten darf. Auch wenn es dann der Liga-Unterschied klar deutlich gemacht hat. 4-Ligen-Unterschied, 7:0 steht es hier. Oh, und jetzt nochmal der Passversuch auf Apels, das wäre natürlich die Möglichkeit gewesen, jetzt auf der Gegenseite auf Bolivar, auch der kriegt den Ball nicht. Und so gibt es Abstoß für Neumühle. Und ein Wellenversuch nun auch vom Neumühler Fanclub her und er kämpft sich ganz vage durch das Stadion. Und jetzt versuchen sie es nochmal, wir wollen mal gucken, ob wir die Welle durchs Stadion kriegen. Auch der Stadionsprecher ist dabei und man versucht sich hier und jetzt scheint die Welle doch rumzugehen, während Bolivar den Ball reinbringt, Stöwe den Ball hält. Sind wir noch ein Viertel des Stadions rumgekommen und jetzt geht die Welle doch rum hier im Stadion. Und der FC Hansa Rostock, so wollen wir mal gucken, ob die Rostocker das da drüben mit annehmen. Und auch die Hansa-Fans sind bei dem freudigen Spiel mit bei. Und jetzt geht es einmal rum hier im Stadion. Lambrechtsgrund, eine gute Stimmung. Bei tollem Wetter. Und der ist ein Freistoß für Hansa Rostock. Und jetzt ist gerade hier bei uns vorbeigekommen. Indessen bringt Ziegenbein den Ball rein und die Neumühler tragen ihn raus. Das sollten die Neumühler jetzt nochmal genießen. Das ist ihr Applaus. Sie haben alles versucht. Jetzt nochmal der Querpass rüber. Oh, da hat er nochmal alles versucht mit Armeinsatz. Aber es gibt Einwurf für Hansa Rostock. Aber die Leute haben ihren Spaß hier. Und jetzt hören wir nochmal rein. Die Leute voll dabei bei der Laola. Und es gibt nochmal Einwurf für Neumühle. Vielleicht können sie den Schwung jetzt mitnehmen und vielleicht dieses eine Tor erzielen. Schön auf Apels jetzt die Möglichkeit, da die Ecke rauszuholen. Es gibt Ecke für Neumühle. Und da. Richtig Fahrt auf hier im Stadion. Jawohl. Ja, in die 82. Minute. Das wäre die richtige Möglichkeit bei richtiger Stimmung. Jetzt vielleicht der Ehrentreffer, der Ecke für Neumühle. Und da ist die Möglichkeit. Aber Bolivar trägt den Ball raus. Aber noch ist der Ball nicht weg. Noch ist Neumühle hier am Ball. Und bringt den Ball rein. Und der Kopfball. Die Möglichkeit. Es gibt auch Szenenapplaus. Und Neumühle lässt sich hier tatsächlich nochmal anstacheln, holen nochmal alles raus, was geht. Und abseits. Abseits gepfiffen.
unser Brot halt zurücknehmen, dann ist gut. Nils Grüntal. Da im Abseits. Ja, jetzt wurde die Laulabelle etwas veräppt. Gibt es noch gegen seine Respektbekundung hier der Fangruppen. Und jetzt wacht auch die Gästekurve wieder auf. Lassen sich hier mitreißen von der Stimmung im Lambrechtsgrundstadion. Und Neumühle versucht in den letzten Minuten hier noch was. Der Ball immer aus, Einwurf für Hansa Rostock. Und momentan leichter Punktgewinn für Neumühle. Die Fans mit etwas mehr Enthusiasmus dabei, trotz des Rückstandes. Und auch die Spieler werden jetzt etwas mutiger. Vielleicht in den letzten Minuten hier sich noch ein Tor zu verdienen gegen den großen FC Hansa. Und da steht die Kurve auch nochmal auf. Weil sie Neumühler sind. Und jetzt gibt es Einwurf für Neumühle. Ganz tolle Stimmung, auch wenn einige hier schon das Stadion verlassen. Jetzt nochmal Freistoß für den FC Hansa Rostock. Und es wäre abseits gewesen, aber Stöwe hat den Ball. Und bringt den Ball nochmal weit raus. Ziegenbein dazwischen. Die Pressekonferenz findet nach dem Spiel im Wettbewerb statt. In ca. 15 Minuten nach Ende des Spiels. Da wird nochmal um jeden Ball gekämpft. Aber ein langer Pass nach vorne. Bullibard hat es. Steigt da als einziger hinterher. Aber es bleibt beim 0-7. Und zeigen, an der Seitenlinie zeigen sie an noch 3 Minuten. Aber mal sehen, was dann möglich ist hier in 3 Minuten. Und wieder Abseitsentscheidung gegen die FC Hansa Rostock und Freistoß für Neumühle. Aber bei allem Kampf so richtig zwingend sieht das nicht aus. Und etwas zu viel Einsatz dort von Neumühle.
Freistoß für Hansa Rostock. Kerner spielt den Ball ruhig raus auf Ziegenbein, der heute viel versuchte, aber unglücklich wirkte. Und jetzt gibt es Freistoß für Neumühle. Schnell ausgeführt. Und Ball klasse verteidigt da. Ja. An der Mittellinie, aber weiß nicht, wo er hinspielen soll. Und das war nochmal jetzt elegant gespielt. Aber Bolivar steigt da hinterher. Ellbogeneinsatz abgepfiffen, Freistoß für Neumühle. Und bringt er im Stolpern den Ball doch noch nach vorne und gritscht ihn dann ab. Klasse Einsatz von Thomas Möller. Und Apitz fordert da seine Jungs auf, sie sollen doch nochmal kommen, zustellen und vielleicht noch etwas möglich machen. Und da haben sie den Ball gesehen und das ist Apitz. Wird abgedrängt, kann den Ball nicht kontrollieren. Einwurf Neumühle. Stark. Und das starke Spiel. Der Ball. Klasse Blick. Oh. Abgeblockt. Abgeblockt. Das war die Möglichkeit. Das war klasse gespielt. Zurückgelegt, schön überlegt und dann schießt er den Rostocker Verteidiger an. Kerner war schon geschlagen. Das war doch die Möglichkeit. Schade für Neumühle und im Gegenzug jetzt Hansa Rostock. Wie in der ersten Hälfte? Nein. Neinzel kann ihn nicht verwandeln, aber das wäre ein typisches Bild gewesen, wie wir es in der ersten Halbzeit des Öfteren gesehen haben. Und da pfeift der Schiedsrichter ab. Ende der Pokalpartie. Neumühle SV. Und ein großer Applaus gegen den FC Hansa Rostock. Endstand 0-7. Der FC Hansa Rostock gewinnt mit 7-0 gegen den Neumühle SV. Und wir danken allen Zuschauern und Fans fürs Kommen und für die tolle Stimmung hier im Stadion. Herzlichen Dank. Gleich werden noch auf dem Rasen hier beide Trainer ein kurzes